Hallo meine Lieben, heute habe ich wieder ein neues Video für euch und heute möchte ich gerne mit euch zusammen live vor der Kamera ein paar Balea-Neuheiten testen, denn Balea hat diesen Monat ja einfach so krass aufgetrumpft, also es gibt wirklich einige Neuheiten, die mir richtig zusagen und die habe ich jetzt besorgt. Beantwortet mir wie immer sehr gerne in den Kommentaren diese Videofrage hier und dann würde ich sagen, starten wir auch direkt mit diesem Video und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Ich würde sagen, wir starten mit einem 2-in-1-Produkt. Das ist das Lippenpflege-Peeling von Balea und zwar mit Hanf und Banane. Ich habe, wie ihr seht, noch nichts drauf auf meinen Lippen und kann das dementsprechend gut mit euch testen. Ich habe auch noch nie dran gerochen. Bin jetzt richtig gespannt. Ja. Oh. Hui. Riecht so ein bisschen nach Gummibärchen. Ich rieche Banane irgendwie nicht so richtig raus. Es riecht sehr, sehr fruchtig. Und hier sehe ich auch erstmal keine Peelingkörner. Okay, ja, jetzt nehme ich die Peelingkörner wahr. Da ist Hanfsamenöl drin und die Körner sind Zuckerpeelingkörner, feine Zuckerpeelingkörner. Sie sind auch tatsächlich sehr fein. Man merkt eher die Lippenpflege, würde ich sagen. Also es ist schon sehr ölig auf den Lippen, obwohl die Lippen, wenn ich sie so angucke, eigentlich gar nicht so ölig aussehen. Die Pflegewirkung ist schon spürbar, auch der Peeling-Effekt ist insgesamt spürbar. Ich hätte ihn einfach ein bisschen stärker, glaube ich, erwartet. Aber ist insgesamt, denke ich, schon ein gutes Produkt für den Preis jetzt. Wir machen mit einem weiteren 2-in-1-Produkt weiter. Und zwar mit diesem Fußpeeling hier, was gleichzeitig auch eine Fußmaske darstellt. Beziehungsweise ist in der einen Seite das Fußpeeling enthalten und in der anderen die Fußmaske. So, wir wissen ja alle, dass Füße immer so ein Thema sind. Es gibt ja einige, die Füße überhaupt nicht sehen können. Ich muss dazu sagen, ich habe gar kein Problem mit Füßen. Also ich weiß nicht, warum man die nicht sehen kann, außer wenn die vielleicht wirklich super krass ungepflegt, ja, so aussehen. Aber ich werde das jetzt versuchen, trotzdem so zu testen, dass es alle gucken können, auch alle, die keine Füße eben sehen können. Ich habe mir hier schon etwas aufgebaut und werde jetzt hier mal meine Socken ausziehen und das Peeling zuerst auftragen. Das ist ja auch der Schritt 1. Ah, das ist so eine cremige Paste, wie ihr vielleicht seht. Und da sind ganz kleine, schwarze Peelingkörner drin. Hinten steht übrigens drauf, dass das Peeling aus Kokosöl und Shea Butter besteht, aber nicht, woraus die Peelingkörner sind. Oh ja, die Peelingkörner sind schon recht stark wahrnehmbar. Also das ist was ganz anderes als das Lippenpeeling natürlich. Ich würde auch sagen, der Duft ist super angenehm. Also riecht richtig schön cremig nach Kokos. Aber der Kokosduft ist gar nicht aufdringlich oder so. Also ist wirklich eher ein schön süßer, cremiger, ja, leichter Kokosduft. Es ist ganz gut, dass das Produkt noch so ein bisschen cremig ist oder so eine cremige Konsistenz hat, weil das Peeling vielleicht tatsächlich sehr austrocknend wäre. Aber durch die Creme, ja, wird die Haut gleich ein bisschen mit Feuchtigkeit versorgt. Willi? Ja? Könntest du mir noch ein Handtuch bringen? Ja, ein kleines vielleicht. Wäre super. Sorry, ich kann euch das nicht richtig zeigen, wie gesagt, weil ich ja nicht weiß, wie ihr so drauf seid, aber ja, das sieht gut aus. Sieht schon mal so ein bisschen geschmeidiger, ein bisschen weicher aus. Ich mache euch einfach mal kurz ein Bild und blende das ein und versuche einfach nicht zu viel vom Fuß zu zeigen. Und wir machen jetzt weiter mit der Maske, die hier noch drin ist in dem Produkt. Und das ist eine Maske, die auch weiß ist von der Farbe her. Ich habe jetzt noch ein paar Peelingkörner hier auf meiner Hand. Aber auch das Produkt ist sehr cremig und riecht, glaube ich, genauso wie das Peeling auch. Nee, das riecht ein bisschen cremiger, ein bisschen aufdringlicher ist der Duft hier noch. Und dieses Produkt trage ich jetzt nur auf einen Fuß auf den anderen werde ich ein anderes Produkt auftragen, das zeige ich euch gleich. So. Das gleitet sehr krass über den Fuß, also es ist fast ein bisschen schmierig. Ansonsten wollte ich noch kurz sagen, das Peeling, das ist wirklich sehr grobkörnig. Also da muss man vielleicht fast ein bisschen aufpassen, wenn man zu empfindliche Haut hat. Das nächste Produkt ist nämlich eine brandneue Fußmaske. Und zwar ist das die Papaya Love Fußmaske. Die enthält auch Kokosöl und Shea Butter, sehe ich gerade, ist mir davor gar nicht aufgefallen. Und die soll für geschmeidig zarte Füße sorgen, soll tropisch duften. Oh ja. Die riecht viel fruchtiger, ist von der Konsistenz her vielleicht auch etwas fester, obwohl sie auch sehr schleimig wirkt. Okay, jetzt auf dem Fuß würde ich fast sagen, ist die Konsistenz eher etwas flüssiger.
Es ist schon eine sehr glitschige Angelegenheit. Dementsprechend muss man da am besten nochmal Socken drüber ziehen oder so, dass man da nichts vollsaut oder so. Der Duft ist übrigens, glaube ich, was für Fruchtfans. Ist nicht ganz so aufdringlich, nicht so quietschig wie die Lippenpflege beispielsweise, aber ist trotzdem schon fruchtig, vielleicht ein bisschen blumig sogar. Jetzt habe ich noch schnell einen Lipgloss aufgetragen, weil ich ja noch gar nichts drauf hatte. Und mache jetzt weiter mit diesem Peeling hier. Das ist das Salzpeeling von Balea mit Wassermelone. Da bin ich auch schon super gespannt drauf. Da ist ja auch ein Peeling-Schwamm drin. Und das ist das Peeling. Auch daran habe ich natürlich noch nicht gerochen oder so. Ich bin jetzt richtig gespannt, ob dieser Wassermelonenduft für mich auch zu aufdringlich, zu quietschig ist. Oh ja. Oh. Okay, der ist krass. Riecht auf jeden Fall auch sehr aromatisch nach Wassermelone, aber es geht noch. Ich habe jetzt hier wieder etwas Wasser und mache mal meinen Arm nass und dann trage ich hier das Peeling auf. Ich zeige es euch auch mal, das ist rot. Da sind ziemlich große Zuckerkristalle drin, aber es enthält, glaube ich, noch ein Öl. Deshalb fühlt es sich jetzt gerade nicht ganz so austrocknend an. Man muss trotzdem vorsichtig sein. Also bei den kreisenden Bewegungen, die man damit macht, weil eben diese Peelingkörner doch sehr groß sind. Ich mag das ja aber immer persönlich sehr gerne, weil ich finde, der Effekt ist dann auch einfach besser. Jetzt gehe ich nochmal mit dem angefeuchteten Schwamm darüber. Ich glaube, das ist sogar ein bisschen angenehmer als mit der Hand. Da merkt man das Peeling aber auch ein bisschen weniger. Der Schwamm, der trägt eher auch gleich Produkt ab. Also ich finde, der verteilt das jetzt nicht so unbedingt. So, ich habe es jetzt eben abgewaschen und muss sagen, die Haut fühlt sich richtig gut an. Also wird wirklich schön glatt damit. Und auch der Duft ist immer noch recht stark wahrnehmbar. Also das könnte schon sein, dass der auch sehr langanhaltend dann auf der Haut ist. Aber er wird oder ist nicht mehr ganz so aufdringlich wie zu Beginn. Also jetzt ist das wirklich eher ein sanfter Duft. Hier steht auch drauf, mit einem sanften Duft von Wassermelone. Am Anfang dachte ich so, nee, aber mittlerweile ist es, wie gesagt, wirklich ein sanfter Wassermelonenduft. Nach dem Peeling muss man natürlich auch eine Pflege auftragen. Und jetzt habe ich hier von Balea aus der Natural Beauty Reihe die feste Body Butter mit Bio-Hibiskus und Bio-Jojoba-Öl. Sieht erstmal aus wie so ein normales weißen Seifenstück. Riecht auch sehr zart, finde ich, also sehr leicht nur. Auch ein bisschen nach Seife vielleicht sogar. Und ich würde sagen, das ist so dieser Hibiskusduft, der durchkommt. Ich versuche das jetzt hier gerade mal mit meinen Fingern so ein bisschen warm zu machen und ein bisschen aufzuweichen. Hier hinten steht übrigens sogar auch drauf, dass man das Produkt erst zwischen den Handflächen erwärmen soll, damit es eben so ein bisschen buttriger von der Konsistenz her wird. Ich glaube, ihr seht es auch, dass meine Haut jetzt ein bisschen ölig aussieht. Ich werde es einfach mal so ein bisschen über den gesamten Arm verteilen. Das ist ein bisschen wie so ein Fett, was man sich aufträgt. Die Haut sieht aber so geölt aus. Ich glaube, das könnt ihr vielleicht schon ganz gut erkennen. Auf der Haut finde ich den Duft auch noch zarter, noch leichter. Da rieche ich den kaum noch. Für den ganzen Körper ist das natürlich eine kleine Mehrarbeit, die da auf einen zukommt, weil sich das natürlich nicht ganz so leicht verteilen lässt wie so eine normale flüssige Bodylotion. Aber an sich finde ich das Produkt jetzt gerade ganz in Ordnung, wirklich. Also ich finde, es pflegt, es wirkt noch so ein bisschen, als ob es noch ein bisschen oberflächlich auf der Haut sitzt und noch nicht so gut eingezogen ist, aber das wird bestimmt noch einziehen. Ja. Und damit kommen wir zum nächsten Produkt für den Körper und zwar ist das dieses Schimmeröl. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich es bekommen habe. Ich hatte schon Angst, dass es ausverkauft ist, aber es war eigentlich noch recht oft da. Das enthält ja Acai-Öl und den Duft von tropischen Blüten. Ich trage das Produkt jetzt erstmal mit euch auf dem Handrücken auf. Also ihr seht, es ist sehr flüssig, es spritzt da ganz schön raus. Ich schüttel das jetzt nochmal. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gemacht habe. Jetzt nochmal. Ja, aber man muss trotzdem aufpassen. Der Sprühstoß ist schon recht direkt. Ihr seht, dass das Produkt so leicht bräunlich gefärbt ist. Es ist sehr flüssig, fast schon wässrig. Aber man merkt auch das Öl. Wow. Riecht wie eigentlich fast alle Produkte aus der gleichen Reihe auch. Eben nicht ganz so blumig vielleicht. Ein bisschen eleganter, ein bisschen schwerer, aber nur minimal. Also ich mag den Duft auch sehr, sehr gern. Und ich weiß nicht, ob die Haut jetzt tatsächlich so ein bisschen gebräunt ist, aber ich glaube eigentlich, das Produkt wird dann schon transparent auf der Haut. Ich habe, glaube ich, noch ein bisschen mehr Schimmer erwartet, aber ich denke, wie gesagt, wenn die Sonne darauf scheint oder so und das dann so ein bisschen reflektiert, sieht das wahrscheinlich auch noch stärker aus. Wird so ein bisschen samtig auf der Haut, würde ich sagen. Also es zieht nicht direkt ein, aber es ist auch nicht so krass ölig auf der Haut. Hier habe ich dann noch ein Produkt aus der neuen Haarpflegereihe. Soll eine wertvolle Pflegeformel enthalten mit
Acai- und Basilikum-Extrakt eben und für strapazierte Haare geeignet sein. Ich habe dazu bereits ein anderes Produkt getestet, das zeige ich euch gleich noch. Das musste man nämlich ein bisschen länger testen oder ein bisschen im Voraus testen. Ich zeige es jetzt erstmal so auf dem Handrücken. Also ihr seht, da kommt so eine gelige, transparente Paste raus. Ich rieche den Duft noch gar nicht so, aber ich arbeite das jetzt hier in meine Längen und Spitzen mal ein. Auf der Verpackung steht übrigens, dass man es sparsam einarbeiten soll und man kann es in die handtuchtrockenen oder trockenen Haare geben. Soll die Haare übrigens pflegen, sie aber auch gesund aussehen lassen und man kann das eben auch zwischendurch auftragen, um ja, die Haare einfach oder den Haaren so ein bisschen mehr Glanz zu schenken, wenn sie gerade etwas strohig aussehen. Ja, also ich würde sagen, die Haare fühlen sich so ein bisschen geschmeidiger an. Sie sind aber gerade auch nicht super strohig gewesen. Der Duft, der ist auch gar nicht so stark wahrnehmbar. Ich weiß gar nicht, woran es liegt, aber es ist natürlich schon ein fruchtiger Duft, beziehungsweise ein bäriger Duft eben. Also man nimmt ihn schon wahr, aber er ist nicht so super aufdringlich. Mittlerweile sind übrigens ja ein paar Minuten vergangen und ich kann euch etwas zu den Fußmasken sagen. Die oder der Fuß mit der Papaya-Maske, der fühlt sich immer noch sehr klebrig an oder sehr cremig auch. Also da ist das Produkt immer noch nicht so richtig eingezogen. Jetzt gucke ich bei dem anderen Fuß nochmal. Das ist schon etwas stärker eingezogen hier, das Produkt. Aber beide Füße sind, glaube ich, sehr gut gepflegt. Also sie fühlen sich sehr glatt, sehr geschmeidig an. Ist natürlich auch dem Peeling wahrscheinlich so ein bisschen geschuldet oder kann man auch dem Peeling verdanken eher an sich. Ist aber, glaube ich, der Effekt bei beiden eben sehr, sehr ähnlich. So, und dann haben wir noch ein weiteres Haarpflegeprodukt aus dieser Acai- und Basilikum-Reihe. Das ist ein Föhnspray, was die Haare oder was den Haaren einen Anti-Frizz-Effekt verleihen soll, kein Silikon enthält und Pflege und Schutz bieten soll. Ich hatte gedacht, dass es den Föhnprozess vielleicht auch etwas beschleunigt. Ich habe das auch mal wieder aufgenommen oder gestoppt die Zeit und muss auch sagen, dass das einige Sekunden schneller war als wenn ich meine Haare normal föhne. Aber ich glaube, diesbezüglich kann man jetzt keinen großen Unterschied feststellen. Den Sprühnebel hier, den fand ich sehr schön. Der ist irgendwie kompakt und trotzdem kommt man mit diesem Sprühnebel gut direkt an viele Haare so ran. Also ich weiß nicht, ob ich das Produkt alleine als Hitzeschutz nutzen würde. Ich trage immer zusätzlich einen anderen Hitzeschutz sowieso. Aber ich glaube, es ist so ein schönes Produkt, was die Haare vielleicht tatsächlich ein bisschen glatter und weniger frizzig eben macht. Und auch hier ist der Duft übrigens sehr leicht in den Haaren wahrnehmbar. So, meine Lieben, und das war's dann mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn das so ist, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und nun wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss.